Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Partchen HOI4 und wir haben gerade eben von der Sowjetunion Baden-Württemberg bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Vor allem, weil es hier nur Württemberg heißt. Damit ist Stuttgart jetzt vollständig von der Türkei besetzt. Also Ulm und Rest. Sehr gut. Und wir haben Ulm. Damit sind wir eindeutig unbesiegbar. Zwar ein anderes Spiel, aber das passt. Gute Truppen brauchen wir auch, weil wir hier unten zwar vorrücken die ganze Zeit, aber nicht wirklich Schaden anrichten, so wie ich es gerne hätte. Gegner zieht sich auch zurück. Ich denke mal, wenn wir jetzt ein bisschen mehr 40er Breite ranbringen, dann können wir ziemlich schnell. Was haben die eigentlich für Werte? Welcher Angriff 400? Was haben die hier? 500, ja eben, und die Panzer sind nicht mal so gut wie meine Artillerie, also meine Infanterie mit Artillerie. Also wir werden präferiert mit Infanterie angreifen. Definitiv sollten wir da unten aber angreifen, unabhängig von allem, weil, ah nein, das macht gar keinen Sinn. Da durchbrechen, das einzig Gute an der ganzen Sache ist ja die, dass die Panzer schneller sind, aber natürlich nicht, wenn was hier passiert. Oh, da bricht jetzt ganz schnell unsere Orga zusammen. Ich hoffe nicht, dass okay, wir ziehen uns auf jeden Fall zurück. Nicht, dass wir gleich gekesselt, überrannt oder sonst was werden. Auf jeden Fall tut es der Orga vom Feind auch nicht gut, wenn sie hier gegen uns anrennen. Vielleicht können wir da jetzt sogar. Genau, mit den Truppen von mehreren Seiten rein. Sollten die nicht überleben. Die Orga bricht, aber es bringt halt alles nichts. 13. Januar, yeah, ich hab Geburtstag. Bringt ja alles nichts, wenn wir dann nicht weiter. Also, ja, wenn wir die Truppen nicht vernichten. Und Wien fehlt. Gut, Wien und Württemberg sind es ja nicht unbedingt dasselbe. Ach, das ist natürlich nervig. Dass wir hier nicht durchkommen. Als ob sich der Jemen so gut hält. Okay, ich sehe, der Italiener kämpft da unten. Da könnten wir vielleicht mal helfen. Sonst rücken wir hier auch weiter vor. Und die Front wird jetzt breiter. Das heißt, wir haben mit den Panzern mehr Handlungsspielraum. Und da jedem verbunkert sich. Was hat denn der für Einheiten? Die können gar nicht so gut sein. Wahrscheinlich haben wir durch die Wüste oder so so starke Mali. Naja. Egal als die in der Luft. So, bin wieder da. Also Quantität und Qualität haben wir. Nur gehört, dass sie Quantität und Qualität haben und ich bin erfreut. An Fliegern, ja. In Ägypten haben wir sowohl mehr als auch bessere Flieger. Ah, wunderbar. Bloß an Reichweite mangelt es langsam, deshalb vielleicht so ein Zweierflughafen in der östlichen Wüste wäre es. Ja, ja, ich habe die Bedenken mitbekommen und ich bin auch aktuell drauf und dran. Ah, ich habe Zivilfabriken gebaut, voll gut. Infrastruktur auszubauen, genau, östliche Wüste bauen, die Infrastruktur hoch und danach können wir hier mal einen Flughafen bauen, so. Ich produziere mittlerweile 3 Jäger pro Tag, sehr schön. Pilotenass. So, ich repariere hier drüben mal, da baue ich aus und dann kommt da ein Flughafen hin. Wir können die Autonomie eines Untertanen verringern. Na, perfekt. Integrierte Marionette. Ich glaube, danach kannst du annektieren, oder? Nach einem ja. Schritt dann noch. Funktioniert. Ja, das Killverhältnis ist jetzt derzeit so 1:7 in Ägypten mit dem, was die Flieger angeht. Okay, sehr gut. Das heißt, wir halten hier auf Dauer. So, welche Provinz kann man hier gut angreifen? Die hier, das heißt. Alle Flugwerfen sind einfach scheiße. Nils? Ja.
in Marrakesch die Infrastruktur um 1 erhöhen. Meine Truppen haben ein wenig Nachschubprobleme. Ja, mach ich. Das Lustige ist, die Infrastruktur in Österreich ist beschädigt, aber mir wird nicht angezeigt, dass ich es reparieren kann. Okay. Ich kann nicht so noch reparieren, ich guck gleich mal. Das ist ein interessant. Moment mal, Württemberg ist türkisch. Ja, Württemberg ist türkisch. Was? Ja. Herr Nils, da guckt man einmal nicht hin und er ist das Land überfremdet, deswegen NPD wählt, keine Ahnung. das sieht durch demonetarisiert. Super. Der Brite zieht sich immer noch weiter zurück und noch, weil wenn es so weitergeht, kämpfen wir jetzt 3 Jahre lang um Afrika, Provinz für Provinz. Also dann habe ich schon die Atombombe. In 500 Tagen habe ich die Atombombe. Ja, also, jetzt kann meine Luftwaffe mittlerweile gar nichts mehr. Ich baue schon Atomreaktoren in jeder meiner Provinz. Und die ersten Raketenbasen in Holland. Tatsächlich in Heu inzwischen 465 Stunden, um Rotkäppchens Frage zu beantworten. Davon habe ich über 300 nicht so viel gelernt. Das, Jetzt muss ich aber noch Factories in Holland überall abreißen, damit ich da mehr Raketenbasen baue. Sieht eigentlich auf der anderen Seite der Front aus. Ah, ja, sieht gut aus. Hier ist alles ruhig. Mexiko sieht es dann aus, als ob es erhalten. Ach, man darf ja immer nur eine Factory im Krieg abreißen, das ist ja richtig behindert. Gut, die Landung geht nach hinten los. Ah ja, wui, da haben wir Landung. Von den Inseln. Oh, die hat gestartet, wie sah die denn? Sah die scheiße aus, oder wie? Ja, die ging nach hinten los. Ja, das waren 10-40er Divisionen. Und die haben das. Ja. Da weiß ich nicht, wie ich in England landen soll. Ja, seine Landung ist quasi derzeit unmöglich. Ja, ich. Kann. Ja, der Krieg ist halt einfach jetzt ein Stillstand. Die würden niemals bei mir landen können. Also landen können vielleicht schon, aber werden dann direkt rausgehauen. Und Luftwaffentechnisch holen wir mittlerweile auch ein wenig auf. Ja, ich werde immer nur noch stärker, aber langsam kriege ich halt auch Compliance in Deutschland. Also habe ich alle deutschen Fabriken. Zweites Pilotenass. Ich habe schon, wie sieht's denn aus mit Compliance? Gehorsam. Ich hab schon ungefähr, gar nicht mal so viel. 400 Jäger der Allianz sind bereits abgeschossen worden. Und 300 von uns. Okay, das ist doch gut. Sammeln die da eigentlich und immer, der Unterschied wird immer größer, je weiter der Krieg voranschreitet. Heiko, hattest du hier mal nicht viel mehr Divisionen umstellen? Ich habe viele Divisionen weggenommen, weil die ja alle Nachschub brauchen. Uff. Also Heiko, der Flugplatz muss größer werden. Das ja, ja, er wird gerade gebaut. Ich habe nur die, also mit 7 Fabriken wird er gerade gebaut, deswegen dauert es ein bisschen. Aber wie viel brauchst du denn? 3, 4, 5, 6? 5 am besten. Okay. Langsam, weil meine Luftwaffe wächst enorm an. Ja, weil ich glaube, wir kommen hier jetzt auch gar nicht großartig weiter ohne Luftkampf. Moment, kann man auf 3 spielen. Ja, nach 4 Jahren habe ich nur so viel Stunden. Das ist tatsächlich nicht so viel, aber ich habe zwischendurch auch ein duales Studium gemacht und hatte de facto keine Freizeit. Folglich, ich glaube, ich habe die meiste Spielzeit in Heu seit dem Lockdown. Weil im März war ich mal krank und habe ich angefangen, mir die Statistiken von Heu anzugucken. Man muss auch dazu sagen, dass ich während der Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben habe und da ist alles interessanter als die Bachelorarbeit. Ah, hast du Interesse, Irland zu erobern? Nee, wie kommst du darauf? Hab ich mir so noch gedacht. Ja, ich warte noch, bis meine Truppen da sind, dass ich da schön durchbrechen kann. Ich
Ich habe in meinem Rouge-Projekt Werbung für mein Warhammer-Projekt gemacht und es hat tatsächlich jemand darauf reagiert. Ich bin erstaunt. Wow. Wie viele Jäger hast du, Rumänien? Jäger? Ja. 1100. Hast du sogar noch mehr als ich. Aber ich produziere jetzt schon... Oh, ich habe wieder keine Ressourcen. Also ich produziere gerade 3,5 pro Tag. Ich produziere 5 pro Tag. Ja, du hast auch eine größere Industrie. Ja, aber ich baue jetzt auch keine Militärfabriken mehr. Ich baue jetzt halt überall Atomreaktoren hin. Du hast studiert. Die Frage ist so formuliert. Du hast studiert, oh mein Gott. Damit ich mir die Ressourcen... Damit ich die Ressourcen... Von dir erwartet man sowas halt nicht. Weiß? Ja, ich weiß. Weil ich habe tatsächlich, war neulich mit einer Freundin unterwegs, die meinte sinngemäß, ja, wenn dann Lockdown vorbei ist, dann kann ich ja mal mit ihr und ihren Freunden in eine Bar gehen, aber ich soll dann bitte nicht so den Studenten raushängen lassen, weil die mögen keine Studenten so ungefähr und du wirkst denen dann zu schlau und ich dachte so, wo bin ich hier gelandet? Oh, ich habe ja nicht mal den Jemen erobert. Glückwunsch. Es hat mehr Ressourcen. Aber, warte mal. Ah, okay. Weltunion hat Irland den Krieg erklärt. So, ich ziehe jetzt meine Luftnahunterstützung vor. Ich will irgendwas machen, mir ist so langweilig. Also, der Krieg ist halt einfach nur. Die Luftnahunterstützung hat jetzt wieder Reichweite an der Front. Der ist eigentlich nur noch Supply da unten. Oh, nee. Ist auch nicht genug Supply. Ich glaube, der Irak möchte seine Autonomie zurück. Und ich habe nicht nur studiert, ich studiere immer noch. Also ich habe einen Bachelor, mache jetzt meinen Master. Aber wann ist der Politik-Talk? Welcher Politik-Talk denn? Es ist jederzeit Politik-Talk auf dem Kanal der Let's Play Begin. Es passiert nur aktuell nicht so viel. Der Anführer vom Irak sieht auch interessant aus. Das sieht aus wie jemand, den du in so einer Hafenkneipe triffst, der dir dann irgendwas erzählt. Von Meerjungfrauen oder so. Wer sieht so aus? Der Herrscher vom Irak. So. Das ist doch der Nebelkapitän, wo sie 0 Schiffe haben, der Irak. Stimmt, das ist wie bei Ungarn, wo man Anlegerecht beantragen kann. Der Ungarn hat ja als Anführer einen Admiral, das ist ja auch ein bisschen komisch. Ja, da wird Irland auf einmal ganz schön rot. Ja. Ja. Wir verbreiten die Revolution. Sehr gut. Ich gucke, ob ich dann vielleicht von da aus eine lang genug Range habe, um in Amerika irgendwo zu landen. Wobei ich sehe, dass Mexiko gerade nicht ganz so gut geht. Oh. Alter, 50.000 Waffen hatten die. Was? Na, ja, so. Alles klar. Ja, also neuer Lifehack, wenn man Waffen braucht, kurz Irland erobern. Meter. Jo, 500 tote alliierte Jäger. Sehr gut. Ja, der Flughafen auf Stufe 4 ist bald auch fertig. Ne, auf Stufe 2 zumindest mal. Gut, dann kann ich weitere 200 Jäger vorschieben. So, wie sieht's jetzt mit der Navy? Oh, die kommen sogar theoretisch nach Amerika, die Navy. Dann fahren wir mit dem Schiff dahin und gucken, was da so abgeht. Ja, die Voronizelov. Alter, die haben inzwischen Verteidigungswert von 1000. Fuck, das ist Gebirge. Okay, wir haben ein Problem. Ich arbeite jetzt auf Düsenjäger hin. Oh, der Gummi geht langsam aus. Nein! Annektiere den Irak. Ja, ich bin schon dabei, den Irak zu annektieren. Ich senke langsam sicher die Autonomie. Ja, du kannst ja so synthetische Raffinerien bauen. Die geben ja auch Gummi. Ja, muss ich aber erforschen. Ich bin gar nicht so da drin. Ich kann meine Jäger schon wieder verbessern. Auch jetzt England bombt jetzt Nordirland oder wie, oder Irland generell. Ist auch nicht so gut. Testen wir mal die neue sowjetische Luftwaffe.
Ich habe eine. Wenn die Jäger eine Zuverlässigkeit von 120% haben. So, ich habe schon Düsentriebwerke jetzt gleich. Und dann mal gucken, wie das hier aussieht. Ich habe aber auch nicht mal die Jäger hier davor. So. Wo siehst du eigentlich immer, wie du die feindlichen Einheiten abschießt beim Luftkampf? Du gehst auf den Luftkartenmodus und dann das Gebiet, wo du willst. Ja, ja, bin ich. Und wo siehst du jetzt zum Beispiel, dass du 7 abschießt für einen oder sowas? Das wird ja immer wegen angezeigt. Also was gerade ist. Und wenn du rechts oben neben dem Schließen auf die Details gehst, ja. Da kannst du was auf längere Zeit nachschauen. Okay, okay. Aber und ich habe halt leider... ja, ich sehe deine Werte nicht. Aber ja, okay, dann kann man das da nachschauen. Auf jeden Fall, luftwaffentechnisch sieht es gerade gut aus. Brauchen wir irgendwo noch Truppen zum Westwallen oder sowas? Westwallen? Oder weil ich könnte theoretisch... Ah, das ist vielleicht eine Idee, was ich... Weißt du doch. Ah, wir sind wieder vorgerückt. Ja, tatsächlich. Ich sehe drauf, 2 Jäger verloren, 10 zerstört. Peter Schnabelfreger, dem wir hat den Handelskrieg gewonnen, die USA oder China, das ist natürlich die Frage, gewinnt jemals jemand einen Handelskrieg? Müssen wir sich mal die Zahlen anschauen. Lustigerweise hat sich ja die Außenhandelsbilanz der USA sogar verschlechtert. In Teilen. Ja, leckt es bei euch auch gerade? Ja, er hat richtig hart geleckt. Ja, ich hatte gerade schon Angst, dass mein Spieler plötzlich. Ja, ich hatte auch schon Angst. Ja, wir sind auf Pause. Cool, cool, cool. Ich werde von 3 Seiten angegriffen. Neues Pilotenass. Ich habe gleich 24 Panzerdivisionen. Yay. Ach, ich bin die einzige Person hier unten noch. Und ich habe die ersten Raketen. Die V1 Raketen, die ersten. Soll ich es dann für dich halten, dann Nazgul? Tschüss, Ares. Alles sage ich Heiko. Hast du mich gerade mit Nazgul verwechselt? Nein. Nicht passiert. Aber was sollst du machen? Ich habe mich gerade gefragt, ob eigentlich nur noch meine Division da rumstehen. Meine Truppen rücken gerade vor und bekommen ein bisschen aufs Maul von gegenpushenden Einheiten. Das Supply sieht ganz gut aus, ich schicke mal ein paar Panzer noch da unten, ne? So, die zerstörten alliierten Jäger haben jetzt die 500 Marke geknackt. Ja, da schießt auch gerade ordentlich Bomber über Irland ab. Wirklich, ich beschütze die irische Bevölkerung vor den Briten. Ich schieße lauter Bomber ab. Wir sind einfach die Befreier und Irland. Wir sind die Guten hier. Mhm. Ja, ja. Wir sind immer die Guten. Der Flughafen ist wieder ausgebaut, das heißt, ich kann wieder weitere Jäger schicken. Okay, Italien, ich brauche deine Hilfe im Süden. Ich habe da nämlich ein bisschen Action gerade. Suche mal wieder einen Kessel zu dünnen. Muss ich mal wieder auf Pause. Wer leckt diesmal? Feldfunk. Was sagst du zur russischen Wirtschaft? Die russische Wirtschaft. Ich glaub, war die nicht so groß wie die italienische? So sehr klein. Könnte besser sein. Und basiert halt zum großen Teil auf Rohstoffen. Also Russland ist kein reiches Land. Deswegen finde ich es immer so lächerlich, wenn Leute sagen, wir sollten mehr mit Russland kooperieren, weniger mit den USA oder so. Das würde uns halt wirtschaftlich das Genick brechen, weil die haben halt nichts. Die haben zwar ein paar Oligarchen, die unsere teuren Autos kaufen können, aber das war es dann halt auch schon. Ja, Hauptsache, die italienischen Einheiten sind schon wieder schneller da als meine. Ach lol, ey, meine Divisionen fahren ja die ganze Zeit einmal durchs Schwarze Meer rüber. Können wir kesseln? Okay. Hier? Ja, ja, ich bin dran. Und theoretisch den Luftstützpunkt hier erobern, dann haben die keine Jäger mehr. Und wir können gleich den Luftwaffenstützpunkt nutzen, wenn wir den dann haben.
lernen! Ach, das sind 10 Divisionen. Ja, vielleicht. Ja, ihr dahin. Ah, das wären 10 Divisionen gewesen, die wir gekästet hätten. Ja. Dafür konnten wir jetzt auf der Seite Gebiete. Weiß es nicht zu. Schade, das Nuklearprogramm hier richtig hochgefahren ist. Jede Provinz bekommt einen Reaktor. Was soll schon schief gehen? Hallo Tobias, let's play. Ich baue nur keine in der Ukraine. Hast du schon mal mit einem Corona-Leugner diskutiert? Ziemlich oft, aber nie zu Ende. Und nie einen, bei dem ich mir irgendwie gedacht habe, okay, der hat einen Punkt. Also so, es gab schon welche, die haben kritisiert, so ja, hätte es ja vielleicht so oder so oder so, das schon. Aber die meisten, die halt irgendwelche Corona-Komplett-Leugner sind, die haben halt irgendeine so eine Argumentationsstruktur, die ist ein bisschen schwammig und hält auch nicht sonderlich lang. Stand ohne solche Aussagen wie, es gibt eine Weltjudenverschwörung, die uns alle steuern möchte oder so. Bitte was? Dann kommen dann so Argumente, so ja, willst du etwas sagen, dass die reichen Menschen keinen Einfluss haben? So ja, die haben Einfluss, aber es gibt sehr viele Leute, die Einfluss haben. So, das kann schon mal nicht die 5 Leute geben, die Welt geschickt haben. Schaut mal nach Asien. Was ist denn in Asien? Das ist britisch. Moment. Das heißt, richtig so? Oder sind die da gelandet oder was da passiert? Das ist nicht richtig so. Das sieht mir nach einem Bug aus, weil die British Indien haben 26 bis 88 Divisionen. Bei welches Kurs auch gerade in den Channel angekommen? Vielleicht könnt ihr den Kapitän muten. Ah, oh. Wir sollten dann vielleicht auch versuchen, nach British Indien wieder zurückzudrängen. Wir haben dann nämlich jetzt auch eine Grenze zu. Weil gerade in der Kommentar kam nach dem Russland-Spruch, habe ich keinen Punkt. Ich kann dir den Punkt nennen, und zwar das BIP 2018. Wir sind nicht im Krieg mit dem. Lag Russland bei 1,6 Billionen US-Dollar also, und alleine Deutschland bei 3,9, also mehr als doppelt so viel. Selbst Brasilien hat eine höhere Wirtschaftsleistung als Russland. Deswegen aus wirtschaftlicher Sicht kann man Russland eigentlich ignorieren. Also wie erwähnt, selbst Italien hat 2 Billionen US-Dollar also hier BIP und Frankreich hat 2,7 Milliarden, deswegen, und wenn man jetzt das Ganze mit den USA vergleicht, die USA hat 20 Milliarden, also die USA hat eine 10-mal so große Wirtschaft wie Russland. Das ist der Punkt. So. Hast du schon mal einen anderen von deiner politischen Meinung überzeugt? Ja, auf Partys, aber da ist schon mal die Frage, wie nachhaltig das ist. Ich habe zumindest, manch einem sehr, sehr Linken schon erklärt, dass Wirtschaftsliberalismus durchaus seine Daseinsberechtigung hat, auch wenn sie es immer nicht akzeptiert haben, aber sie dachten halt immer, dass Wirtschaftsliberalismus bedeutet, ja, los, wir lassen mal alle verhungern. Aber es ist sehr, sehr schwierig, Leute zu überzeugen. Es ist sehr viel einfacher, wenn man mit jemandem diskutiert, das Publikum zu überzeugen. Gibt's, war das Schopen? Nee. Doch, Schopenhauer, Kunstrecht zu behalten, da hat er, glaube ich, auch drüber geredet. Dass es durchaus einfacher ist, das Publikum zu überzeugen, als sein Gegenüber. Sein Gegenüber ist manchmal ziemlich schwierig. Okay, ich glaube, der hat jetzt langsam auch was an Jäger aufgerüstet. Ja, die haben da wohl was geplant in Indien. Also das war auch, weil die einfach so hohe Resistance hatten. Und in Indien kriegst du die Resistance wohl nicht down, weil die zu viele Siegpunkte haben. Ja, hoffen wir mal, dass der Chinese damit klarkommt. Zur Not kann man dann von Pakistan oder Afghanistan einfallen. Was ich zum Beispiel natürlich in aller Regelmäßigkeit geschafft habe während Corona. Während Corona hat man ja das Problem, dass viele Leute eine Meinung haben, die aber tatsächlich sich fachlich widerlegen lässt. Zum Beispiel habe ich mal mit jemandem diskutiert, der fand es total unnötig, dass man jetzt im Stadion zwar sein darf, aber nicht singen darf. Wenn man den Leuten dann erklärt, hier guck mal, Statistiken legt beim Singen, stößt du halt 20, 30 mal so viel Aerosole aus, wie wenn du nur da sitzt und atmest. Da hat man dann so in kleinen Punkten durchaus schon einen oder anderen überzeugen können, der dann auch gesagt hat, wusste ich ja, wenn du so ist, dann passt. Ja, aber das passiert tatsächlich selten sowas.
So, welche Marineforschung nehme ich jetzt, die mir nichts bringt? Komm, U-Boot. Flugzeugträger. Wer kennt sie nicht, die türkischen Flugzeugträger? Ja, die sowjetischen haben welche. Ja. Und die sind auch, warte, wie viel hat er abgeschossen? Hat er irgendwas gemacht? Sehe ich das hier irgendwo? Der hat irgendwie die Briten nix sind gemacht, abgelenkt, weil. Was ist jetzt eigentlich unser Plan so ziemlich? Jo, ich baue weiter den Westwall aus, um Frankreich zu schützen. Sehr schön, Heiko, der Platz hilft uns enorm weiter. Ich habe jetzt mal meinen ersten Raketen. Ich will gucken, ob die irgendwas bringen. Was zerbombe ich denn von den Engländern? Italien. Könnte ich mal den Port Sudan angreifen? Mach ich doch gerade. Perfekt. Und dann meine Einheiten, die ich dort habe. Ja, das sollte er nicht aushalten. Allein nur bei 196 auf Front gegen 60. So. Der Kapitalist ist hier im Channel. Ah, sehr gut. Ist möchte Beschwerde einreichen. Kriegen. Warum stehen denn schon wieder fremde Divisionen am Atlantikwall? Diesmal sogar von noch weiter aus dem Osten. Darf ich das nicht, oder? Naja, kämpft ihr Seite an Seite? Ja, also die Franzosen haben durch einen Bug ihr gesamtes Land wiederbekommen, ich weiß auch nicht warum. Und meine Division stand halt schon vorher da und die wollen halt ihre Waffenbrüder da unterstützen. Ah ja, die Waffenbrüder, ah ne, warte mal, das waren die anderen Faschisten, die euch überfallen haben. Ja, das sind brüderliche Faschisten, die gegen die Kapitalisten sind. Das ist doch lächerlich. Naja. Also das ist regelkonform, Heiko? Was? Dass der Sowjet den Atlantikwall für die Faschisten verteidigt? Ja gut, also sagen wir so, dadurch, dass es vermutlich ein Bug war, dass das Ding überhaupt den Faschisten gehört, geht's mal durch. Aber normalerweise, klar, hätte er das Gebiet halten sollen, dann wäre es einfacher. Ein Problem ist, wir haben diesen State Transfer Mod nicht drin, sonst hätte ich das aufgeteilt. Aber was man vielleicht sagen könnte, ist, dass Franzosen und Russen vielleicht so eine gewisse Trennung haben, also dass die nicht dieselben Provinzen verteidigen. Franzose ist eine KI. Ach so, ja, das ist halt jetzt blöd. Ja, und vor allem, Problem ist halt, wenn ich das jetzt nicht verteidigen sollte, dann können die Alliierten da easy landen und dann bin ich halt, können sie auch bei mir einmarschieren. Du hast ja gesehen, wie gut unsere Armee sich letztes Mal geschlagen hat, als wir uns auf dem Feld gesehen. Ihr hattet keine Armee in Europa, ihr hattet ja... Ja doch, die stand halt noch in dem blöden Kessel bei Wien rum. Ja, du hattest, glaube ich, irgendwie weniger als 100 Divisionen oder sowas. Ja, klar. Und ich habe halt da mit 4 Millionen Mann einmarschiert. Und ja. Nun gut. Ja, ich glaube, der Krieg wird dann ein bisschen hinziehen. Ich weiß nicht, wie einer von uns unseren Seiten vorrücken soll irgendwo. Ja, mir erklärt sich das auch nicht, wie einer von uns vorrücken soll. Egal. Dann sitzen wir hier halt noch 2 Wochen. Okay. Tschüss. Wieso habe ich kein Supply mehr in ihren? Der Widerstand in Österreich geht ganz schön auf. Kannst du die nicht unterdrücken, oder? Auf was hast du denn das Gesetz? Zivile Kontrolle. Dann schalt's mal auf militärischer Staatshalter. Also mal so 6-7 Stufen nach oben. Die Franzosen meinen, sie wären besser in Wirtschaft als wir Deutschen. Nee, das sind sie nicht. Nein. Man kann vielleicht mal pro Kopf schauen, ob da die Franzosen vielleicht besser sind. Ja, auch weniger Einwohner. Da liegt nämlich, nee, da sind sie auch schlechter. Die Franzosen haben BIP pro Kopf von 41.000 und wir haben es von 46.000. Damit liegen wir direkt hinter San Marino, Hongkong und Finnland. Auf Platz 18. Du kannst aber, glaube ich, in Frankreich mehr mit deinem Geld anfangen, glaube ich. Irgendwie sowas, oder? Ja, die haben halt höhere Löhne. Das ist richtig, aber man muss auch bedenken, das sind halt Franzosen. Deren Wirtschaft ist halt auch so am Arsch, dass sie eine Jugendarbeitslosenquote von, keine Ahnung, 30-40% haben. Also, weil. Das stimmt, ja. Die Leute stellen, also die Leute, die dort arbeiten, kriegen zwar mehr Geld, aber die Unternehmen stellen halt einfach keine Leute mehr ein, weil. Arbeit ist auch nur ein Produkt, für das gibt es einen Markt und Angebot und Nachfrage. Und wenn der Preis sehr, sehr hoch ist, dann ist die Nachfrage nach dem Produkt geringer. Das ist im Fall die Nachfrage nach Arbeitskraft. Jäger beirrend. Ich habe da eigentlich mehr drüber, aber aus irgendeinem Grund kommt mein Supply da nicht an. Ich glaube, ich werde da
mich mal wieder zurückziehen aus Irland. Oh fuck, da ist ein Fluss. Ja, die haben 2000 Flieger über Land. Ja, ich gehe da jetzt raus wieder. Schau mal weg. Ah, warte, da ist auch ein Fluss. Wir können dann Irland ein bisschen kaputt bomben und dann. Ja. Meine verdammten Raketen, die jetzt in Holland sitzen, haben nicht genug Reichweite, um nach Südengland zu fliegen. Na, richtig scheiße. Wir sind wieder auf Pause. Ah, ich wundere mich gerade, warum meine Truppen sich nicht bewegen. Ich rüste jetzt meine Front ein bisschen auf. Heiko? Ja? Könntest du die Infrastruktur hochwerben? Verschleiß? Ja. Nein, kann ich nicht, weil wir haben zu wenig von dieser Provinz. Ah, okay, ich verstehe. Ja, die haben jetzt auch nur noch 150 Jäger in Ägypten. Ja, die sind alle in Irland, die Jäger. Sehr gut. Wie viele Jäger habe ich eigentlich mittlerweile? Der Fall von was? Tokio. Und oh. Was? Die sind in Tokio gelandet. Oh mein Gott, die haben jetzt in Tokio gelandet. Julian! Gut, das hatten wir früher, weil früher hätte man da jetzt einen Civil War bekommen. War das nicht nur ein Route 56? Ja, das kann auch sein. Was? Nicht ganz so schlimm, aber ich weiß jetzt mal, was ich mit meinen Truppen in Europa machen kann. Die landen irgendwo bei uns. Nee, ich hab jetzt eine Grenze zu denen wegen Indien. Afghanistan und Iran werden angegriffen von Britisch Indien. Na, Afghanistan nicht, aber Iran. Ja, stimmt, nicht. Da kannst du irgendwas hinschicken. Lol. Ich dachte gerade eben so, die sind langsam sicher echt nah dran. Glaubst du, dass Indien einen Wirtschaftsboom haben wird? Ja, vermutlich. Also früher oder später ziehen ja alle so halbwegs nach. Man muss halt dazu sagen, dass Indien durchaus noch sehr schwierige Strukturen hat. Ich schicke mal ein paar Panzerdivisionen nach Indien, oder? Das ist schon die Frage, ob sich das dann irgendwann mal verbessert. Aber das ist halt schwierig in solchen Ländern. Ja, eigentlich hier nichts haben, ne? Ich habe auch Angst, meine Panzerdivision wegzuziehen, weil da landen die irgendwann und dann habe ich keine Panzer in Europa. Das wäre ein bisschen kacke. Noch 140 Tage, dann bin ich endlich meinen Riesenmalus los. Endlich! Das ist dann Ende 1943. Ich habe jetzt ein drittes Luftnahgeschwader. Schön, schön, schön. Wieso wurde ich gerade da? Ich habe meine Doktrin jetzt durch, dann bald. Kann man nochmal irgendwie die Range von Raketen erhöhen? Das wird aber relativ interessant werden, wenn zum Beispiel so Länder wie Indien und so weiter komplett nachziehen. Aus umwelttechnischer Sicht wird es nämlich interessant, weil würde die ganze Welt so leben wie wir, hätten wir ein Riesenproblem. So. Ich höre jetzt mal auf, Jäger nach Ägypten zu schicken. Das Problem hat sich, glaube ich, von selber jetzt gelöst mittlerweile. Sieht ganz so aus. Ich lasse die jetzt in Rumänien, lasse. Also Japan sieht echt nicht ganz so gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wir müssten jetzt schnell in Indien vorrücken, um vielleicht Wengen zu entlasten. Kann ich jetzt... Ja, meine Truppen von Deutschland bis nach Indien, ja, die brauchen eine Weile, trotz strategischer Verlegung. Wenn du da Luftwaffe haben will, brauchst, gib Bescheid. Ich habe gerade so um die 500 Jäger, die nichts zu tun haben. Warte, das ist ja ein Fluss. Aber ja, das ist der Punkt. Oh, ich höre da was. Ah, geringer Nachschub. Irland, okay, Irland. Ja. Irland habe ich schon alles rausgezogen. Oh, wir haben da viel zu viel Nachschub. Brauchen wir.
glaube, ich ziehe mal große Teile meiner Armee hier rüber. Italien, alles, was du nicht brauchst, kannst du so ein bisschen zurückziehen. Was soll ich machen? Zieh auch mal ein paar Truppen raus. Drück mal F4. So, jetzt siehst du die Region, da steht 28 von 14. Das heißt, wir haben da viel zu viele Truppen für den Supply, den wir brauchen. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen was rausziehen. Ah, Portugal hat Marines. Wie ist es in Japan und Deutschland so angesehen? Ich habe auch mal gelesen, dass die ziemlich der preußischen, ja, den ganzen preußischen Tradition so ein bisschen nacheifern. Also die haben zum Beispiel auch das preußische Schulsystem übernommen und haben das, glaube ich, bis heute und lauter so Zeug. Also die Japaner haben sich da sehr inspirieren lassen. Okay, soweit spiele ich normalerweise nicht. Optimiertes Fließband oder flexibles Fließband? Kommt drauf an, was du machen willst. Gut. Flexibel kannst du halt öfter wechseln und einfacher hin und her wechseln. Optimiert, wenn du immer das gleiche produzierst. Ja, ich glaube, ich ändere meine Produktion jetzt nicht mehr so oft. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich langsam auf synthetische Raffinerien. Ich brauche dringend Gummi. Dadurch, dass wir Japan verlieren, geht mir jetzt langsam das Gummi aus. Wieso kann ich nicht hier... Ach, es ist so eine Scheiße, ey. Kann nicht... Die haben... Die bombardieren wieder die Niederlande. Ja, ich weiß. Ich hab's dann leider zu spät gemerkt, dass der Flughafen schon kaputt ist. Also ich muss von außen reingehen. Soll ich auch ein paar Jäger schicken? Nee, ich habe wohl noch Jäger, liegt eher an den Flughäfen. Ich habe aber schon wieder Yellow Air. Auch gerade in dem Moment gemerkt. Ja, sollte jetzt passen. Oh, ich habe überhaupt kein Gummi jetzt mehr, ey. Scheiße. So, dass wir hier die Versorgung nicht raufkriegen. Oh, also Japan sieht ja richtig, richtig so aus. Okay, perfekt, wir haben wieder Versorgung. Das kann ich alles da stehen lassen. Das wird... So. Die Japaner haben wohl auch in NRW investiert. Das passiert dann solche häufig, als man denkt, man hat immer ein bisschen Angst, dass die Chinesen überall investieren und so weiter. Und wir investieren ja immer nur, aber es investieren auch Leute bei uns. In letzter Zeit sogar vermehrt wegen Elektroautos und so. Und ist irgendwas Spannendes passiert. Naja, wir rücken so langsam, aber sicher vor in Afrika. Dazu haben wir inzwischen eine Front gegen den... Ach, warte mal, ich habe ja hier drüben noch Verbündete. Können wir Afghanistan mit in den Krieg rufen oder so, gegen Indien, oder haben wir damit nur eine unnötig große Front? Wenn du genug Truppen hast für die Front, kann ich die reinrufen, ja. Lohnt es sich für mich eigentlich hier Peru und Venezuela dann noch Truppen hinzuschicken? Und so, soll ich die reinrufen, Heiko, oder? Ja, das wäre gut, dann kann ich ein bisschen was kesseln wahrscheinlich gleich. Musst du nur aufpassen, dass die halt nicht darüber bei mir unten reinlaufen. Ja, das wäre schlecht. Ich habe auch nur noch keine Manpower mehr. Ich muss mein Gesetz mal wieder hochstellen. Leute? Ja. Genau. Viel mehr meint, wir müssen unsere Ostgrenze sichern, falls Japan kapituliert. Ja, da habe ich schon Truppen. Bilde ich gerade Truppen aus. Gut. Naja, ich hatte nur die Frage wegen hier Peru und Venezuela sind ja meine Verbündeten. Sollte ich da Truppen hinschicken gegen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die sind... Nein, ich habe keine Luftüberlegenheit, Rumänien, da wo ich angreifen will. Das ist nämlich der Sektor neben dran. Gut, dann schicke ich schon meine Luftwaffe da rein. Perfekt. Dann...
Na, sehr gut. Ich habe mal einen Kessel geschafft. Ich bin begeistert. Jeder Kessel ist ein guter Kessel. Außer es sind unsere Truppen drin. Das ist ein schlechter Kessel. Wo hast du einen Kessel? Ja, in Indien. Was sind die besten Flugzeuge, um 39 mit dem Deutschen Reich die Lufthoheit zu kriegen? Jäger 2. Jäger 2, okay. Das Wichtigste auf der Welt, der bulgarische Zar ist gestorben. Wir haben den Flughafen verloren. Oh, fuck. Kannst du den Flughafen in der östlichen Wüste ausbauen um eine Stufe? Ja. Das ist schlecht. Wüste. Ist es der Flughafen, wo ich gerade angreife? Den haben wir verloren, ja. Heiko, du kannst deine Truppen mit drauf. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen, wenn ich ehrlich bin. Nee, ah, wobei, doch, wir sind durch, lol. Sehr schön. Oh, achso. Die haben auch wieder Jäger hingeschickt. Die haben 4000 Jäger in den Benelux. Oh, ich hab kein Gummi. Haben sie wieder? Ach Gott, was ist das denn? Also ich schieße meine Jäger einfach zu krass ab dafür. Ja, meine auch. Ich glaube, ich lasse die einfach zerbomben, das alles. So, ich würde mal auf 1 runtergehen. Mach kurz Partende. So, wir haben eine Freundin in Indien, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben eine Freundin in Afrika, in der ein bisschen was geht. Das ist also durchaus actionreich. Wir versuchen, unser Land zu koordinieren. Gleichzeitig ändert sich wahrscheinlich einiges, weil der Japaner Probleme bekommt und ja, Irland sah auch schon mal geeint rot aus. Aber dann hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.